Herbsttagung, Herbsttagung. Fangen die schon wieder mit ihrem Schweigeminuten-Murks an? Man kann ja gar nichts mehr machen, ohne von dieser Musik unterbrochen zu werden, die die nächste Schweigeminute ankündigt. Alle halten inne, stellen sich auf, richten sich nach vorne aus oder was sie für vorne halten und lassen ihre Blicke nach innen fallen. Als könne man das nicht machen, schweigen und sich ansehen. Sie stehen still, ein jeder für sich und doch alle zusammen. Man wird der Opfer von F genau 60 Sekunden lang gedenken, dann wird wieder weitergemacht. Schließlich muss ein Ergebnis erzielt werden hier im Hotel Späth in Berlin. Und um dieses kommende Ergebnis gruppiert sich jetzt alles herum, auch wenn niemandem klar ist, worin es genau bestehen kann. Eine schwierige Sache für Menschen dieses Schlags, die gewohnt sind, ausnahmslos ergebnisorientiert zu arbeiten. Und doch seien Sie alle gekommen, hat es in der Begrüßung geheißen. Auch wir sind Teilnehmer dieser Tagung und sind aufgeregt, dass es diesmal wieder geklappt hat, sagte Klose halblaunig ins Mikro. Wir freuen uns über die starke Teilnahme und fragen uns natürlich auch, machen noch alle dasselbe wie im letzten Jahr? Ich denke, vielen von uns steht das Wasser bis zum Hals. Nach den aktuellen Brüsseler Beschlüssen noch mehr, falls das überhaupt noch möglich ist. Ich bin mir sicher, viele von uns haben sich neu orientieren müssen, haben Rückschläge in Kauf nehmen müssen, sind doch wiedergekommen. Auch dürfen wir eine Reihe von Politikern in unserer Runde begrüßen, die wir bisher noch nie begrüßen durften, schloss er etwas unvermittelt. Ich wusste nicht, wovon Klose sprach. Denn Politiker habe ich ansonsten keine gesehen, mal abgesehen vom Grüß August des Ministeriums, der kurz darauf das Podium betrat und seinen Minister und Staatssekretär entschuldigte. Schließlich hätten sie im Moment anderes zu tun, es herrsche ja quasi Ausnahmezustand. Ja, der herrscht und er wäre ganz gut damit beraten, uns jetzt nicht im Weg zu stehen. Und doch war ich mir nicht ganz sicher, ob der Typ das als Scherz formulieren wollte, der ihm misslang, als ob er insgeheim dachte, es könne ja eigentlich gar kein Ausnahmezustand herrschen, es gäbe sowas in seinem politischen Leben nicht. Aber noch bevor ich das überlegt hatte, verschwand auch der Vertreter des Staatssekretärs wieder und man machte weiter mit dem Begrüßungsrummel. Immerhin meint hier niemand, man fühle von der Krise nichts. Die Fühlgespräche finden woanders statt. Im Raum Schinkel beispielsweise, der im anderen Trakt des Konferenzhotels liegt, aus dem ich geflohen bin in Richtung Tatsachen. Denn hier, so hieß es, findet eine Tatsachenkonferenz statt. Unwirklichkeitsgefühle hätten hier keinen Zentimeter Raum und es gibt einige, die mächtig stolz sind, es in diese Tatsachenkonferenz geschafft zu haben. Und auch ich war eine ganze Weile lang stolz, ein Tatsachenmensch geworden zu sein, quasi per Eintritt in diesen Konferenzsaal nur noch unter Tatsachenmenschen zu stehen und die Fühlkonferenz hinter mir gelassen zu haben, all die Geistesmenschen, die über Alarmismus und Bilder des Untergangs debattieren und sich fragen, inwieweit die Medien die Wirklichkeit noch erfassen können, obwohl sie nichts anderes als eben diese Medien zur Verfügung haben. Man nennt es hier Frühjahrstagung, als Pendant zur Herbsttagung, wohl um dem Ganzen einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben oder um ihm jede Dringlichkeit zu nehmen, den Entscheidungsdruck zu mindern. Aber letztendlich wissen hier alle, dass diese Konferenz einen Erdrutsch auslösen könnte. Da können auch die Keynotes, Speeches und die drei Wagen, Panels nicht darüber hinwegtäuschen, die ohnehin nur von ein paar Wissenschaftlern, Betriebswirten und Juristen allesamt wahrgenommen wurden. Hier sei ich von Insidern umgeben, hat man mir versichert. Nichts als Insider, was mich enorm stutzig machte. Tatsächlich sehe ich nur wenige, die ich kenne, und ständig steuern irgendwelche Stiftungsleute auf mich zu, die mich gleich voll labern, weil sie auch nicht recht wissen, wohin sie mich stecken sollen und ahnen, man darf mich keine Minute alleine lassen. Frau Efferdingen klammerte sich regelrecht an mich. Sie hat wohl das Ganze hier mitorganisiert und witterte gleich eine wichtige Persönlichkeit in mir, die man zuschwallen muss mit Organisationskram. Etwa Visualisierungen, die sie habe ans Bundespresseamt schicken müssen, das Problem mit der ministerialen Schirmherrschaft etc. Man müsse den ministerialen Ansprüchen genügen, ein richtiges ministeriales Setting schaffen, da werde das Stiftungsrot dann schnell durch das Bundespresseblau verdrängt. Das Stiftungsrot und das Presseblau beherrschte unser ganzes Gespräch. Sie schien genervt und aufgeregt gleichermaßen zu sein und ich weiß bis jetzt nicht, von welcher Stiftung sie sprach. Während der Schweigeminute
gehe ich innerlich die Liste der Personen durch, mit denen ich eigentlich sprechen muss. Das Gesicht der Börse, Mr. Dax, wird nicht dabei sein. Da kann er noch so nervös in meine Richtung sehen. Der Katastrophenexperte aus dem Hessischen mit seinen weltweit 6000 Ingenieuren schon eher. Bloß nicht dieser Chefökonom aus Genf, dieser ehemalige Staatssekretär, da kommt es zu Streit. Er zieht auch nur kurz die Augenbraue hoch, als er meiner gewahr wird. Vielleicht der BDI-Sekretär und der Typ vom Auswärtigen Amt, dessen Namen ich nicht erinnere. Mein fundamental schlechtes Namensgedächtnis hat mir schon so manches Window of Opportunity wieder verschlossen. Das Fehlen jeder Bereitschaft, die Society-Nachrichten aus den Klatschzeitungen zu lesen, schon so manche Peinlichkeit eingebracht. Wen man alles kennen muss, das hat sich ja ausgeweitet. Es sind längst nicht mehr Funktionen, sondern Namen, die eine Rolle spielen. Man hat kleine Fürstentümer aufgemacht, wie man sie vor knapp 200 Jahren zu verabschieden glaubte. Sie haben das Licht nicht extra heruntergedimmt, wie bei den anderen Schweigeminuten, Konkurrenzschweigeminuten in Konkurrenzräumen. Es war von Anfang an relativ dunkel. Vielleicht, um es gemütlicher wirken zu lassen. Irgendein Lichtdesign spukte da in den Köpfen herum, das ich noch nicht ganz verstehe. Ein Lichtdesign des Undramatischen, sanft, aber abwechslungsreich, den Raum gestaltend, Nischen bietend und doch die Gesichter verdunkelnd. Dazu passen die schwarzbraunen Holzpaneele fantastisch, die sattblauen Teppiche, die schweren Türen, die jegliches Geräusch schlucken. Klopfende, pöbelnde und schreiende Menschen sind hier einfach nicht vorstellbar. Auch hat man darauf verzichtet, irgendein Schwalgeminuten-Startgeräusch erklingen zu lassen. Ja, mir fällt erst jetzt auf, dass es nicht einmal die Musik, die ewige Schwalgeminuten-Musik gibt, die das Ganze normalerweise untermalt. Immerhin nicht die Nationalhymne, wie es im Raum Potsdam der Fall gewesen wäre. In diesem Raum hier scheint eine kleine Ansage auszureichen. Aber man hat wohl auch nicht allzu viele Gedanken über die Beendigung der Aktion verschwendet, denn niemand macht Anstalten, ein Ende anzudeuten, obwohl meines Erachtens eine Minute nur 60 Sekunden hat. Mittlerweile ist schon eine kleine Unruhe entstanden. Das heißt, der Mann mit der rosa Krawatte bewegt sich vorsichtig aus dem Raum, als müsste er eine dringende Angelegenheit klären. Er versucht, dies so leise und unauffällig wie möglich zu machen und erregt natürlich so die größte Aufmerksamkeit. Es ist ja so gespenstisch, werden Sie im Raum Schinkel sagen. Wieder hat man den wirtschaftlichen Zusammenbruch einiger Länder, darunter quasi Nachbarländer, nicht mitgekriegt und jetzt entfaltet sich dort eine politische Katastrophe, die uns demnächst erreichen wird. Wieder ist eine gewaltige Geldvernichtung an uns vorübergegangen und wir haben sie nicht wirklich zuordnen können. Sie schlafen im Raum Schinkel. Wird außerhalb des Raumes Schinkel gesagt, was aber nicht stimmt. Ich habe mich selbst davon überzeugen können, dass Sie hellwach sind. Dort wird genauso wenig geschlafen wie hier. Sie sind wach und stehen jetzt vermutlich auch da und schweigen, nur eben schlechter bezahlt. Sie dealen genauso innerlich vor, was dann äußerlich nachgedealt werden muss. Und insofern regen Sie sich nur künstlich darüber auf, wenn Sie sagen, ganze Unternehmenskäufe würden hier schon innerlich durchgegangen, die dann nachher nur äußerlich ausgespuckt würden. Ganze Volkswirtschaften, sagen Sie, werden einkalkuliert und auskalkuliert, während dort eher heftig nachgedacht wird über den Zustand des Schweigens als solchen oder über die Problematik der Komplexitätszuwächse. Die Opfer von F machen den Opfern von W Konkurrenz, so ist das nun. Sie überlagern sich quasi, wirken irgendwie lauter. Es ist ein regelrechter Opferwettstreit entbrannt, aber die Angehörigen sind darüber nicht enttäuscht. Nein, die einen Angehörigen drücken den anderen Angehörigen ihre Anteilnahme aus, quasi wechselseitig. Das eine Psychologenteam vermischt sich mit dem anderen aber nicht, das wurde mehrfach betont. Wo war das noch? Egal, hier spricht niemand davon. Opferkonkurrenzen sind auch eher Thema für den Saal Chamisso, soweit ich mich erinnern kann. Ein kleiner Saal, mehr ein Sitzungszimmer für 5 Leute, so genau weiß ich das nicht. Ich habe ihn nicht gefunden. Aber würde jetzt nicht sagen, es war, als habe sich der Saal vor mir versteckt. Doch nur mit Handylotsung kam ich überhaupt hier an. Das Gewirr der Aufgänge im Parkhaus muss das Ergebnis einer heillosen Fehlplanung sein. Es hilft natürlich nicht, dass hier alles voller schwarzer Mercedes steht. Amokläufer habe es immer gegeben, höre ich sie jetzt murmeln. Das ist nichts Neues.
Schon während der ersten Schweigeminute war hauptsächlich die Rede von rein technischen Problemen, die man in Zukunft vermeiden muss. Auch in Bezug auf die Opfer von S flüstern sie jetzt gerade wieder links neben mir, selbst unsicher, ob man schon wieder reden dürfe. Viel interessanter, finde ich, ist doch, wer in welcher Reihenfolge sich gleich wieder nicht zuhören wird. Dass die Kanzlerin ihrem Minister nicht wirklich zuhört, der schon zuvor seinen Staatssekretären nicht wirklich zugehört hat und noch viel weniger sich auf unabhängige Politikberater einlässt, die wiederum ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern kein Ohr leihen, den Zuträgern dem Bodenpersonal, sowas in der Art. Und daneben, hat Frau Efferdingen hinzugefügt, stehen Beamte, die alles einzig von den Endergebnissen her betrachten und von den Ausgangsproblematiken keine Ahnung haben. Und wer mit wem alles nicht mehr spricht. Ich stelle mir vor, anfangs hat Herr Schneider nicht mit Herrn Berger gesprochen, dann haben sich Zeitz und Serna auf einen Nicht-Antwort-Pakt geeinigt, Frau Binswanger und Herr Letzi schweigen aus Tradition und Herr Mirrl und Frau Hinterberger tauschen nur noch Höflichkeitsfloskeln aus. Wo schon ganze Fachbereiche nicht miteinander reden, obwohl sie so tun, als täten sie es, kann man es von Einzelmenschen nun wirklich nicht erwarten. Es haben sich Hierarchien des Nicht-Miteinander-Sprechens, der Kontaktabbrüche durchgesetzt. Natürlich redet man offiziell miteinander, offiziell redet man immer miteinander. Und das bei dauerndem Schneefall, mischt sich Frau Efferdingen ein. Von wegen Klimawandel. Es schneit seit 2 Wochen ohne Unterlass. Der Schneefall ist Alltag geworden, da gehören die Totalausfälle der Bahn genauso zur neuen Routine wie die Ausfälle des Stromnetzes. Handymasten seien auch schon manipuliert worden, heißt es. Und dass Autos brennen, sei doch wirklich nichts Neues. Es gehöre ja schon beinahe zur touristischen Inszenierung der Stadt, so Herr Berger. Frau Efferdingen, man setze ja auf den Ausbau eigener Netze, was die Handys angeht. Eigene Straßen haben sie aber nicht im Sinn. Wie denn auch? Das heißt, der eine oder andere Innenstadttunnel werde wohl daran glauben müssen. Herr Berger, aber ein eigenes medizinisches Versorgungssystem, das denke er nicht. Frau Efferdingen, aber hallo, die eigenen Restaurants, Schulen, Wohnbezirke gibt es ja schon längst. Herr Berger, das ist was anderes. Überhaupt, woher der Lärm kommt, fragen jetzt einige. Ach, irgendwo im Hotel wollen sie wieder einen dieser Negativpreise verleihen. Irgendein goldener Humbug oder eine goldene Kartellkarte oder eine goldene Marktzwiebel. Bei der Rezeption steht ein Schild mit dem Namen der Preise und wo die Verleihungen stattfinden, eine lange Liste, die einem zum Lachen bringt. Es ist eben ihre Art, Kontakt mit Unsereins aufzunehmen, witzelt einer. Er habe mal die goldene Auster für Auskunftsverweigerer bekommen, fügt er lächelnd hinzu. Auch die Nachricht von den Panikeinkäufen habe ich nicht ganz verstanden. Finden sie nun statt oder nicht? Niemand weiß das so genau. Panikeinkäufe sind hier etwas Abstraktes. Sind sie gut, weil sie die Konjunktur ankurbeln oder schlecht, weil sie keine Nachhaltigkeit aufweisen können? Mal ganz abgesehen von den logistischen Problemen, die sie nach sich ziehen. Man weiß es schlicht nicht. Vom Raum Schinkel hört man jedenfalls nichts Gutes. Es habe einen Hotelbrand gegeben oder Vergiftungserscheinungen oder Heiligenerscheinungen mit drastischen Folgen. Die Meinungen gehen diesbezüglich auseinander. Noch immer ist kein offizielles Ende der Schweigeminute in Sicht und doch löst sich hier alles langsam auf. An manchen Ecken wird noch die letzte Ansprache der Kanzlerin auseinandergenommen. Wie viele Neujahrsansprachen kann man eigentlich in einem Jahr halten? Es ist, als wolle sie das Jahrhundert abkürzen. Das Ergebnis der Tagung? Immerhin haben wir es beinahe geschafft, eine Schweigeminute weiterzukommen. Die nächste werden wir wohl nicht überstehen, lacht Frau Efferdingen. Bei der nächsten Schweigeminute werden es ja auch die Opfer von O sein oder Z, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Sie werden uns viel mehr Kopfzerbrechen bereiten als alle Opfer zuvor. Sie hätten eine andere Opferqualität, wird es dann heißen, und wir müssten nun eine andere Schweigeminutenqualität finden. Wir werden in jedem Fall einen Schritt weitergekommen sein im Raum Friedrich, den ich jetzt eröffnen muss. Soweit zu den Konferenzwelten. Jetzt geht's auf die Autobahn. Tangente. Die längste Zeit schon höre ich, keine Sorge, wir sind praktisch in der Nähe des Flughafens. Ich sehe aber keinen Flughafen. Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Straße zum Flughafen führt. So sehen keine Straßen aus, die zu Flughäfen führen, allenfalls Landstraßen, was sage ich, Pisten.
Doch wir befinden uns ja nicht in irgendeiner Landschaft, sondern in einer Stadt, einer Millionenstadt, was sage ich, einem Schwergewicht an Metropole. Da gibt es schon gewisse Erwartungen, vor allem was Flughafenstraßen angeht. Sie müssen Zubringer sein, sie müssen Autobahncharakter annehmen irgendwann, sie müssen nicht nach links noch nach rechts gehen, sondern geradeaus auf das Hauptgebäude zusteuern. Flughafenstraßen dürfen nicht eng sein, eingekeilt von Häusern. Hongkong mag eine Ausnahme bilden, aber wir sind nicht in Hongkong und so muss es ein Highway sein mit riesigen Verkehrsschildern und Werbetafeln an der Seite, die an Kaufkraft gemahnen, an saubere, neuwertige Produkte. Das hier fühlt sich mehr nach verhutzelter Seitenstraße an. So ganz ist das in der Dunkelheit nicht zu erkennen. Ja, die Straßenbeleuchtung fehlt. Dabei sollten die Straßen, die zu Flughäfen führen, hell erleuchtet sein, weil Flughäfen selbst hell erleuchtet sind und ein beleuchtungstechnischer Gegensatz zur Umgebung nicht erwünscht. Taschkent mag da eine Ausnahme bilden, aber wir sind ja nicht in Taschkent, weiß Gott nicht. Man darf sich mehr erwarten, zumindest freie Marktwirtschaft mit Beleuchtung. Dazu kommt, es ist hier an der Straße plötzlich menschenleer. Wo ich doch bis eben noch reges Geschäftstreiben wahrgenommen habe, Menschen, die in der Dunkelheit miteinander sprachen, Waren anboten, Versammlungen abhielten. Waren das Sieg's gar nicht? War das eine Wahlkampfveranstaltung? Nein, zu diesem Land passt keine Menschenleere. Menschenleere ist etwas für Nordkasachstan, aber wir sind hier nicht in Nordkasachstan, erinnere ich mich. Wir sind ganz woanders gelandet. Ich habe die Einladung angenommen, kurzfristig, habe mich aus Nordkasachstan rausbewegt, habe auch Südkasachstan hinter mir gelassen und bin über Wien zurückgeflogen in diese Region. Nur, um hier in dieser Düsternis zu landen. Vielleicht eine durchschnittliche Düsternis für Mumbai, aber mit Sicherheit keine durchschnittliche Menschenleere für die hiesige Region. Die Menschenleeren schauen hier anders aus. Sie schauen nach Geschiebe und Gedränge aus. Ein Gedränge voller Handyklingeltöne, was mich zugegebenermaßen anfangs erstaunt hat. Ich habe mir gesagt, das ist doch nicht Westeuropa, aber habe mich erinnert, dass selbst im ansonsten mittelalterlich anmutenden Jemen Handyklingeltöne zu hören waren und von Indien sei ja ohnehin eine Vervielfachung der Handyklingeltöne zu erwarten, eine Multiplizierung, wie aus dieser Region überhaupt nur noch Multiplizierungen kommen. Die Multiplikation hat hier quasi ihr Basislager aufgeschlagen, was sich alleine an der Immobiliensituation im Deckernhochland abgezeichnet hat. Ein paar Stunden früher hatte ich auf meiner Fahrt die riesigen Bauvorhaben 100 Kilometer entlang der Autobahn betrachten können. Ich habe den Hightech-Willen, den Modernisierungsschub, der durch die ganze Hochebene geht, in mir verständliche Zeichen übersetzt gefunden. Eine Nachricht aus der Zukunft, die bis hin zur Autobahnraststätte am Fuße der Westghats ging, am Rand jenes berühmten, zersiedelten Mumbai-Küstenstreifens, der nicht mehr Nachricht von sich geben muss, sondern reine Gegenwart ist. Nur nachts scheint er vollends in Unverständlichkeiten und Unbetretbarkeiten zu zerfallen. Ein Moloch, der alle Mobilität schluckt und Airport-Wahrscheinlichkeiten drastisch zu reduzieren versteht. Ja, überlege ich mir, man hat es hier entweder mit dem Flughafen nicht sehr ernst gemeint und ihn so zugebaut oder etwas stimmt mit meinem Fahrer nicht. Hast du die Kinder gesehen, Garnisch, die über den Zaun geklettert sind? Und was sollte der Metallschrott, dieser riesige Friedhof der Lastwagen und Busse mitten auf unserer Straße? Ich meine, was waren das für ausrangierte Fahrzeugruinen? Wer stellt die auf einer Stadttangente einfach so ab? Und hast du die Wahlkampfveranstaltung gesehen, gar nicht direkt an der Autobahn? Waren das Sieg's? Er antwortet nicht mehr. Ich habe aber auch nicht wirklich gefragt, wie ich es selten etwas wirklich frage. Geht einfach nicht. Die Antworten wären zu kompliziert, sie würden ablenken vom Geschehen. Denn äußerste Konzentration wird gebraucht für den Verkehr, den Millionenverkehr, den Aberwitz an Verkehr, der nur Kompromisse kennt und keine Regeln. Für europäische Autohände nichts, für europäische Autofüße nichts, die ganze europäische Autoausstattung bringt hier nichts. Die Konzentration wird gebraucht für die Frage, ob dies die Straße zum Flughafen ist, denn das muss jetzt endgültig festgestellt werden, sonst kriege ich es mit der Angst zu tun. Hörst du gar nicht? Er hört es nicht. Ich habe es auch nicht laut gesagt, denn wo kämen wir hin, wenn der Innenraum eines Autos sich anfüllt mit ängstlichem Vokabular?
Dabei erinnere ich mich an meine eigene Aussage, sei Angst eine Möglichkeit der Landesberührung und eine Landesberührung sei wünschenswert, man möchte ja wirklich da gewesen sein. Möchte man? Hast du Angst? Bist du irgendwie angekommen oder etwas von dir ist angekommen, dozierte ich vor 2 Stunden noch. Und jetzt ist tatsächlich etwas angekommen. Ein Teil, den ich nicht im Griff habe, der sich gerade verselbstständigt und aus dem Fenster sieht, verzweifelt nach Hinweisschildern Ausschau hält. Ein Teil, der unerbittlich den Rest nach sich zieht. Ich meine, ein Flughafen ist doch eigentlich immer das Hauptgeschehen einer Stadt und kein Nebenschauplatz, der langsam zuwächst und zuwuchert, von Slums und Gebäudekomplexen besetzt wird, die keiner versteht. Kein Terrain, das zurückerobert werden darf von den übrig gebliebenen und dem Rest der Welt, der hier freie Platzwahl wittert. Am Ende streunen Hunde übers Gelände und kleine Hütten versperren den großen Maschinen die freie Fahrt aufs Rollfeld, die nach Europa wollen. Wollen sie noch nach Europa? Man sagt, es ginge von hier aus tatsächlich nach Asien, ins Fernöstliche. Die Flugrichtungen hätten sich einfach geändert. Auch nach Amerika ging es nur noch über den Pazifik mit Zwischenstopp in Hanoi oder Hongkong. China, Korea, Japan, Vietnam würden auf der Landkarte erscheinen, auf der Europa langsam verschwindet, zum vergessenen Kontinent mutiert. Ach, wäre ich doch zurückgeblieben beim Abendessen. Hätte ich ihnen doch einfach weiter zugesehen, den über einer Pizza aufatmenden Locals, über einem Bier aufatmenden Deutschen und Franzosen, die für einen Augenblick lang so taten, als wären sie zu Hause. Da hatte ich es festgestellt. Sehr viel von mir war noch nicht angekommen. Indien hielt es sich ein paar Zentimeter auf Abstand, kann ich aber auch nicht sagen. Man hat mich freundlich empfangen und nie während der ganzen Woche hatte ich auch nur eine Sekunde lang das Gefühl einer Flughafenentfernung oder Flughafenenttäuschung, hatte auch immer Gesprächspartner an der Hand, die mir was über Auftragslagen und Auftragszahlen erzählten, über Schulklassen mit Deutschunterricht und boomenden Geschäftszweigen, nachhaltiger Entwicklung und dem ganzen internationalen Brimborium. Jetzt wird mir auch noch übel. Warum bin ich der Empfehlung meiner Vorrednerin nicht gefolgt und habe Himalayan Water oder Catch Water gekauft, sondern stattdessen Package Water, also Wasser, dem man alles entzogen hat? Man bekomme Nierenschmerzen davon, hat sie mich gewarnt, wenn man zu viel davon trinkt. Aber sie ist auch hochschwanger und deswegen habe ich das nicht ganz ernst genommen. Schließlich hat sie mir auch in einer Hektik von ihrer Organisationsarbeit erzählt, wie ich sie von uns eins nicht kenne. Im Moment sei sie dabei, Erleichterungen im Grenzverkehr einzurichten. Ja, Border Management, Anti-Trafficking, aber natürlich nicht hier, lachte sie ein wenig hysterisch und redete dann anschlusslos von kapuchanischen Kontrollchipkarten weiter, deren Demokratiefaktor sich schlagartig ändern würde, während sie burmesische. Sie hat von libyschen Flüchtlingslagern gesprochen, die EU aufmotzte, von dem UNHCR zu Gaddafis Zeiten, dessen Vertreter ganz schnell aus der Stadt draußen waren, bekamen sie einen Wink. In Windeseile hat sie all die hübschen, zynischen Anekdoten bereitgestellt, die unser eins schon aus purer Höflichkeit bereithält und die wir von Veranstaltung zu Veranstaltung von Neuem anhäufen, bis die lange Nacht der Diktatorengespräche ausbricht, die immer etwas erstaunlich Übersichtliches hat. Übersichtlicher als diese Form der Infrastruktur in jenem überdemokratischen Land. Was ist los, Garnisch? Was machen diese Menschen da? Sollen wir anhalten? Halten wir nicht an? Wieso halten wir nicht an? Wir fahren sehr langsam an einer Engstelle vorbei, aber ich kann nicht sehen, was da los ist. Eine Wahlkampfveranstaltung? Waren das Sikhs gar nicht? Ein paar Locals haben mir von einem lebhaften Wahlkampf erzählt, aber ich habe schon nicht mehr recht zugehört, war mit den Gedanken schon bei meinem Abflug nach Kairo oder bei der übernächsten Geberkonferenz in Tokio. Ich sehe nach oben, um am nächtlichen Himmel Flugzeuge zu erspähen, die Hinweis auf einen Flughafen ergeben könnten. Ich meine, so ein Mumbai-Flughafen, der muss doch einen Takt haben. Alle 2 Minuten eine Landung, alle 2 Minuten ein Start. Und ist man in Flughafennähe, müsste man doch die riesigen Maschinen am nächtlichen Himmel sehen. Es muss doch Flugschleifen geben. Die lange Perlenschnur der Anfliegenden und Abfliegenden, wie man sie vom Frankfurter Flughafen her kennt. Aber wir sind ja nicht am Frankfurter Flughafen, weiß Gott. Wir sind doch nicht einmal an irgendeinem Flughafen. Der nächtliche Himmel bleibt schwarz. Vielleicht aber
stürzen die Flugzeuge hier schon gleich über der Innenstadt ab, werden von der nächtlichen Metropole einfach verschluckt und wieder ausgeatmet. Ein animalisch-technischer Fortsetzungsroman, zu dem ich jetzt vergeblich Zutritt suche, ein anachronistischer Irrläufer, der auch einmal dabei sein möchte bei der Zukunft des Reisens, ein Absturz ohne Nebengeräusche. Schon 500 Meter vom Einschlagsort entfernt hört man nichts, weil der allgemeine Lärm der Stadt die Explosionsgeräusche unkenntlich macht. Aber vielleicht sind wir auch gar nicht mehr in der Nähe der Stadt, nicht mehr im Großraum Mumbai. Schließlich sind wir auf der Stadttangente daran stundenlang vorbeigefahren und mein Handy wurde alle 5 Minuten begrüßt. Aircell welcomes you to Mumbai. Jetzt begrüßt uns niemand mehr. Mein Handy bleibt still, als wäre es aus allen Handyzonen rausgefallen. Aber ich soll ja auch verabschiedet werden. Vielleicht auf stumme Weise. Die Welt um mich herum wird dunkler, stiller und irgendwann ist nichts mehr da. Nur noch ich sitze alleine auf einer Rückbank im Nichts. Das heißt, Ganesh dreht sich plötzlich um, um mich zu fragen, an welchem Terminal er halten soll, wir seien da. Geografie überall. In den USA heißt es, lassen Sie Menschen aus dem Kopf Weltkarten zeichnen und kommen zu bestürzenden Ergebnissen. Die Leute seien unorientiert. Sie kennen sich nicht mehr aus. Sie wüssten zum Beispiel nicht mehr, dass es Japan gibt. Sie wüssten nichts von Australien und nehmen den Schwund ganzer Halbkontinente in Kauf. Indien und China hätten sie klein gezeichnet. Stattdessen fügten sie mehr Nähe zwischen Europa und den USA hinzu, wo doch diese Nähe gar nicht stimmt, zumindest nicht zu dieser Zeit. Mich hat noch nie jemand eine Weltkarte aus dem Kopf zeichnen lassen. Sie wissen auch, warum sie das nicht tun, denn wenn sie es täten, würden sie zu ganz anderen Ergebnissen kommen, Endergebnissen sozusagen. Die Deutschen machen wieder einmal alles richtig, wo es dann heißen. Die Deutschen mit ihrer peniblen Art, die mit ihrem Ingenieurswissen. Dabei habe ich gar kein Ingenieurswissen, ich bin noch nicht einmal technisch begabt. Ich weiß einfach nur, wo alles liegt. Ich weiß zum Beispiel, wo Lanzarote liegt, unter unseren Füßen. Und man muss mich jetzt deswegen nicht unterbrechen und sagen, es sei im Prinzip überall, worunter vermutlich zu verstehen ist, dass das, was hier passiert, im Prinzip überall passiere, wie sie andauernd sagen. Es passiert aber nicht überall, es passiert hier und jetzt. Wer weiß, vielleicht war schon letztes Jahr Lanzarote beinahe überall und ich habe es einfach nur nicht mitgekriegt. Nun ist es jedenfalls wiedergekehrt und versucht uns zu ein wenig Alltag zu überreden, bleibt aber in der Hälfte stecken und jetzt wissen wir nicht genau, wo wir sind. Wir wissen nur, der Papageienanimator aus der Schweiz bleibt in diesem Jahr aus. Ja, der Papageienanimator mit seiner erloschenen Stimme tritt im Parque Tropical hoch oben in den Bergen nicht mehr auf. Schade, wir hatten uns so auf ihn gefreut. Der Schweizer Tieranimator, der mit seiner erloschenen Stimme im Dörfchen nebenan gewohnt hat, wo die Häuser billiger zu haben waren als in den Touristenzentren an der Küste, hat also beschlossen, seine Weltläufigkeit an den Nagel zu hängen, seine Anamerikanisiertheit, seine halbe Karibik, die er quer durch die Vorstellungen schleppte, was unschwer an seinen blondierten Haaren zu erkennen war, seinen französischen Einschlag, der nur noch in seinem Schnurrbart steckte. Er hat beschlossen, seine Weltläufigkeit an den Nagel zu hängen und zurückzukehren in seine Heimatstadt, urplötzlich, wie es heißt. Die Aussteigerparadiese für Schweizer gehen jetzt auf dieser Insel ohne ihn weiter. Man bewegt sich jetzt vermutlich ohne ihn durch langsames Gastgewerbe, Physiotherapie und gewisse Teile der Bioagrarproduktion, die doch nicht in komplett deutscher Hand sind. Gibt es nicht sogar Osteopathieversuche an der Küste mit 80er-Jahre-Flair und Schotter in der Einfahrt? Unfertig, behauptete vor einem Jahr die Dame, die mich umgekehrt aber schlecht verstand. Ob sie noch da ist? Wir wissen nur, eine Menge Leute haben hier ein Leben hinter sich gelassen, dort droben in Deutschland, in der Schweiz. Der Zahnarzt aus Mannheim hat ein Leben hinter sich, genauso wie die beiden Inhaberinnen der Bodega, der Koch aus Basel mit Zwischenstation Philadelphia. Da bin ich im Prinzip auch nur durchgekommen, fügt er hinzu, als würde er etwas ankündigen, was wir aber nicht verstehen. Eine Menge Leute haben ein Leben hinter sich gelassen, nur wir trügen es immer noch mit uns herum. Das ist aber die Fokuhila-Frau, die immer an unserem Apartment vorbeigeht, einmal morgens, einmal abends und keinen Spaß versteht.
Tipps, die anderswo als Lächeln auf den Gesichtern einfrieren, bleiben bei ihr Knochen trocken. Sie empfiehlt stur Badeplätze und Sandstrände, als wüsste sie nicht, was wir vorhaben. Wir stellen Grabungen an. Das müssten wir auch, sagt der verbliebene Mann im Bioladen. Viel werden wir jedenfalls nicht mehr finden, denn die meisten seien schon fort. Die droben gelassenen Leben hätten sich nämlich gewaltig hinter Bottrop summiert, hinter Berlin und vor Zürich. Die droben gelassenen Leben hätten gewaltig was angerichtet, Staus unter der Oberfläche einer jeden Stadt, Staus in den Vororten, stockender Verkehr auf den Autobahnen und manches mehr. Die droben gelassenen Leben würden sich nun langsam zurückholen, was ihnen gehört. Und so hat sich hier jede Menge verabschiedet, sagt der verbliebene Mann im Bioladen, der aber schon wieder seine Waren taxiert. Ja, während sie in den USA vergeblich Weltkarten zeichnen, sortiert sich hier das Wissen über Himmelsrichtungen schlagartig neu. Nicht mehr verfügen die Bodega-Tanten über ihren geografischen Bauchladen, aus dem sie noch im letzten Jahr Länder herauskramten und mehrfach koloriert hochhielten, als wäre Geografie für sie eine Watschen einfache Sache. Hellblau für Frankreich, grün für England, rosa für Deutsch und gelb für Österreich, nein, orange. Nicht mehr ordnen sie nervös die Farben ihren Gästen zu und murmeln, ein zweites Deutschland liegt hier versteckt unter der Oberfläche der Insel. Niemand erwähnt nach einer kurzen Pause dann die Engländer, die auch irgendwo sein müssen. Das berühmte zweite England. Es taucht auf rund um die Touristenhochburgen in Flecken, unterirdischer, ein paar Lagen tiefer, trocknet rasend schnell. Und auf der anderen Seite der Insel die französischen Surfer, die wollen den Sport, die wollen den Sport, die wollen den Sport. Stattdessen hören wir, mehrere Krimi-Autoren seien schon hier gewesen und hätten sich das angesehen. Die hätten immer gesagt, seht nur, da sitzen sie aufrecht, die Pärchen, in eurem Restaurant. Bei ihnen sei was rauszuholen, hätten die Krimi-Autoren stets wiederholt. Sie hätten sich aber gewaltig geirrt letzten Endes und jetzt sind sie alle weg. Die Krimi-Autoren, die Pärchen, die Rentner. Nur noch ein paar vereinzelte Gestalten sitzen da und sehen nach Süden, dahin, wo sie eine Wintersonne vermuten. Wir ahnen ein letztes Mal vor der Abreise. Wir ahnen, kurz vor Sonnenuntergang stehen sie dann alle auf, um zu fotografieren und verstellen sich dabei gegenseitig die Sicht. Wir stellen Grabungen an. Ein zweites Deutschland liegt hier ein paar Zentimeter tiefer, ihr müsst nur graben, hat uns auch der Bioladenbesitzer als letzten Gruß nachgerufen, als würde er etwas zurückholen können, was unwiderruflich verloren ist. Er verkneift sich heute sogar den Hündchenstrand, den er bisher so gerne ganz beiläufig erwähnt hat, denn bis vor kurzem waren Hündchen noch so etwas wie Teilzeitlösungen, bei denen es nicht bergab gehen konnte, und jetzt sind anscheinend auch alle Hündchen fort. Verschwunden auch der Wochenmarkt und mit ihm die Pensionisten wie flüchtig verkleidete Kinder. Als Verkäufer ihrer Töpferwaren, Seidentücher und Bioprodukte stammt sie den Käufern ihrer Töpferwaren, Seidentüchern und Bioprodukten optisch in nichts nach. Heute steht niemand mehr hinter den Produkten. Heute fragt sich auch niemand mehr, wie die Kinder aus der Hüpfburg mit dem russischen Namen wieder herausgekommen sind, die so gerne die Farbe wechselte. Jetzt wechseln nur noch Dreijährige auf Parkplätzen die Farbe und regeln dort den Verkehr, bis auch das aufhört. Doch immerhin kann man sich von diesem Punkt aus immer noch prima als Insel vorstellen, was anderswo als Landeanflug stecken bleibt, als Überrest eines fernen Ritus mit alkoholischen Getränken, als Streifschuss eines unwildigen Badezubehörs. Auch diese Vorstellung verblasst aber schon im Rhythmus der abfahrenden Mietautos, der wenigen Busse, die es hier noch raufschaffen und die nun alle restlos zurückkehren zu ihren Hotelburgen, um nie wieder zu kommen. Die Vorstellung verblasst und zurück bleibt das etwas verwahrloste Hippie-Mädchen vor der Bäckerei, von dem man dachte, man sei es endlich losgeworden mit all den anderen. Als hätte es jemand mitgenommen, endlich dorthin, wohin es schon so lange drängt, hinüber zum alten Europa. Ja, das Hippie-Mädchen vor der Bäckerei, das Hippie-Mädchen hinter unserem Restauranttisch, das Hippie-Mädchen am Zeltplatz. Wir haben jede Menge Begegnungen, steht auf allen Postkarten, die von hier aus noch abgehen können. Ansonsten niemand da, der ausrufen kann, die Kinder seien wieder einmal um ein paar Zentimeter gewachsen über Nacht, weil doch alles über Nacht wächst. Zuerst die eine Gehirnhälfte, dann die andere. Das kann überall passieren, sagen wir uns. Die Menschen hauen eben ab. Sie verflüchtigen sich. Sie müssen hin und wieder ihre Zelte abbrechen. Es ist ihnen schlicht nicht mehr möglich, weiterzumachen.
Das kann überall passieren, dass sich so Investitionsruinen bilden. Schließlich hat es ja nicht nur diese Insel erwischt. Und doch, nach 30 Jahren bewegt man sich hier plötzlich nicht mehr freihändig durch langatmiges Gastgewerbe oder undeutliche Bioproduktion. Schwammige Landnahmen, die sich niemals rentieren mussten, die immer bezuschusst wurden und jetzt nicht mehr bezuschusst werden können. Seit der Krise bewegt sich hier nichts mehr. Das hat ziemlich schlagartig gegangen, weiß der Tankstellenwärter zu berichten. Sie bleiben einfach alle aus. Endlich einer, der Klartext spricht. Ja, der Leerstand erschreckt, geben wir zurück. Sogar uns, die wir nicht so leicht zu erschrecken sind. Wir wissen, er wird der Letzte sein, den wir getroffen haben werden. Sie sehen, der Krisengehalt unserer Gespräche steigt stetig, täglich um ein paar Zentimeter. Es sind Niederschlagsgrößen, mit denen wir hier rechnen, keine Zeiteinheiten, versichern wir ihm noch rasch, der unsere Anwesenheit gar nicht glauben kann und sich rund um unser Auto bewegt, immer rundherum, bis er ans Ende kommt und uns abkassiert. Diesmal verabschiedet er uns dann, habe der verrückte Hund sein tägliches Auto bereits angefallen. Wir haben den verrückten Hund verpasst, stellt euch vor. Er bewacht den Müll, als würde er ihm gehören. Der verrückte Hund hat sich jetzt hinter den Müll zurückgezogen, das heißt hinter die Müllstelle an jener verlassenen Kreuzung, die hochfrequentiert sein müsste von den Ferienhäusern ringsum. Doch da ist dieser Hund, der sie bewacht, einmal am Tag mindestens dreht er durch und so traut sich niemand mehr hin, nur wir manches Mal und nun ist er auch nicht mehr da. Aber jetzt ist es ohnehin soweit. Erste Grabung. Der alte Truppenübungsplatz am Naturstrand aus Zeiten des Kalten Krieges ist vermutlich selbst mit dem Fantasieenglisch der Kinder nicht zu reaktivieren. Dazu ist die Himmelsrichtung, die ihn beherrscht, veraltet. Westen. Zweite Grabung. Die Geschichte der Sibylle W. aus Moers, dem Buch von Sibylle W. aus Moers zu entnehmen, ist ganz plötzlich in der Bodega aufgetaucht. Angekommen vor 20 Jahren auf dieser Insel als Lebenskünstlerin und Malerin. Hat dies Inselbuch verfasst und weitergemacht als Körpertherapeutin. Dann sind ihr die Augen aufgegangen. Jetzt Gottesmittel, Gottesdienst, Gottesbeweis, Schizoschub. Die Geschichte der Sibylle W. Dieses Buch von ihr widmete sie der Bodega und versieht es 15 Jahre später mit handschriftlichen Kommentaren, weil nichts bleibt, wie es bleibt. Zum Beispiel im Jahr 4023 wird die Erde untergehen, und zwar am 10.12. Sie hat anscheinend alles schon vor einiger Zeit vorausgesehen, nur der Termin hat sich, wie wir sehen, gewaltig verschoben. Dritte Grabung. Freigeschaufelt haben sich indes immer weitere Flugzeugtouristen unter den Trümmern ihrer zu groß geratenen Bewegungen. Es heißt, es zog sie plötzlich zurück ins kalte Europa der nächsten Finanzkrise. Ja, am Ende bleibt der Landeanflug ganz aus, startenden Flugzeugen wird nicht mehr nachgewunken und das Fluggesellschaftsrätsel der Kinder an den Stränden findet nicht mehr statt. Selbst die Trauer um das vernachlässigte Hippie-Mädchen auf dem Zeltplatz mit ihrem schlechten Deutsch lässt schlagartig nach. Diese zu groß geratene Sechsjährige, die immer Anschluss suchte, um rauszukommen an einen der Flughäfen Europas, wo sie ihre Großeltern vermutete, lange dünne Erwachsene, die sie abholen würden und endlich mitnehmen. Doch Flughäfen versicherten wir ihr eben noch, sowas existiere dort oben mit Sicherheit nicht mehr und Europa, das sei ohnehin nur noch eine vage Vorstellung. In den USA jedenfalls, so nehmen wir an, haben sie inzwischen endlich aufgehört zu zeichnen. Jeden Moment fallen da die Bleistifte. Hört ihr es schon klirren? Hört ihr, wie die Zeichnungen auslaufen? Wir sitzen fest in einem Sturm und es ist kein Sturm, der sich so leicht abseilen kann Richtung Osten, weiter auf den nächsten Kontinent zu. Ein Kontinent, der eine Gültigkeit hat, wie in einem uralten Roland Emmerich-Film. Wir sitzen in einem Sturm, der bleibt. Es ist die Insel, die sich rasend schnell vom Festland entfernt, wissen wir. Die Anbindung nach Norden ist längst versunken, nach Osten komplett ausgefallen, nach Westen hingegen von vornherein verloren und nach Süden wagt sich ohnehin keiner mehr. Uns bleibt alleine der Himmel. So. Vielen Dank.